Für die OBM gilt, dass Erfolg eine Mischung aus mehr als 90% Schweiß und weniger als 10% Inspiration ist. Die OBM ist der größte Hotelentwickler in Europa. Wir haben 52 Hotels mit 11.000 Zimmern in den letzten 25 Jahren entwickelt. Aber wir sind genauso stark im Moment im Wohnbau. Unser wichtigster Markt ist Deutschland mit 50% unserer Pipeline. Der zweitwichtigste ist Österreich mit 25% und die restlichen 25% verteilen sich auf Polen, Tschechien und Holland. Unser Rekordergebnis besteht in 55 Millionen Vorsteuerergebnis und einer Eigenkapitalquote von über 35%, was konsequenterweise zum Vorschlag einer Rekorddividende von 2,20 Euro führt. Wie ist es entstanden? Durch mehr als 90% Schweiß und weniger als 10% Inspiration. So entsteht nämlich Erfolg. Wir haben konsequent unsere Strategie umgesetzt, die wir verkündet haben. 3 Märkte, 3 Asset-Klassen und eine konsequente Umsetzung. Auf Englisch würde man sagen, put your money where your mouth is. Das Executive Committee, die Top 20 der OBM, haben 5 Millionen ihres eigenen Geldes in OBM-Aktien investiert und wir partizipieren über ein Share Option Programm mit 5% an der zukünftigen Wertsteigerung der OBM. Unser gemeinsames Ziel ist die Steigerung des Unternehmenswerts gemessen am Börsenkurs. Das in einem Team. Es ist immer die Leistung von einem Team, eine Gemeinschaftsleistung. Und One Company hat für uns bedeutet, dass wir uns konsequent von Strauß & Partner oder Münchner Grund, wie wir in Österreich und in Deutschland geheißen haben, auf OBM Development in all unseren Märkten informiert haben. Die OBM ist seit 145 Jahren an der Börse. Seit über 40 Jahren konzentrieren wir uns ganz konsequent auf unsere Kernkompetenz, die Immobilienentwicklung. Die Zukunft liegt in dieser Kompetenz. Mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter haben einen technischen Hintergrund, was uns einen enormen Wettbewerbsvorteil einbringt. Und last but not least hilft uns die Transparenz an der Börse, uns günstiger zu refinanzieren.